Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wenn ihr mal an einem See, an einem Teich, an einem Fluss, an einem Bach gewesen seid, dann schwirren sie an euch vorbei. Die Libellen. Und so eine wollen uns Wirte bauen, das sind ja unglaublich elegante Insekten. Und was brauchen wir dazu? Ja, das finden wir am besten draußen. Kommt gerne mit nach draußen. Zuerst sucht ihr euch draußen einen Ahornbaum. Der sieht so aus, wer es nicht 100% weiß, der schaut sich mal im Lexikon die kanadische Fahne an und dann sieht er, wie ein Ahorn aussieht. Ja, und als nächstes suchen wir uns die Ahornsamen. Das sind diese kleinen Hubschrauber, die ihr sicher schon mal gesehen habt, die ganz elegant im Herbst runterfliegen oder jetzt auch im Sommer. Und die sammeln wir jetzt auf. Auf? Ja, auf. Da nehmen wir ein paar mit. Wir werden immer zwei solche Samenpaare brauchen, um daraus unsere Flügel herzustellen. Ja, und jetzt brauchen wir natürlich einen Körper für unsere Libelle. Und da brauchen wir so ein kleines Zweigerl, möglichst mit einer Gabel vorne dran. Und da bauen wir dann den Körper der Libelle draus. Also auch rausgehen und sammeln. Ja, was brauchen wir noch alles dazu? Also entweder eine Heckenschere, so kleine natürlich, Gartenschere, was ist das nicht, Heckenschere, oder ein Taschenmesser, dann ein grobes Sandpapier, wie gesagt schon die Ahornsamen, die findet ihr ja draußen, dann eben diese kleinen Zweige mit der Gabel, Kleber, Wasser, dann Pinsel und Wasserfarben. Und schon kann das Ganze losgehen. Als erstes richten wir uns jetzt mal den Körper von einer Libelle her. Und ihr wisst das selber, so richtig Fühler hat er die nach vorne nicht, aber wir brauchen trotzdem diese Gabel. Dazu gibt es einen guten Grund, die haben ziemlich große Augen, die ins die Libellen. Wir schnippeln das jetzt hier mal so ab und dann nehmen wir unser Streifpapier und runden das Ganze ein wenig ab, dass es ausschaut wie die Augen von einer Libelle. Wichtig ist jetzt hier, dass wir uns an der Reihenfolge halten. Jetzt schaut's her, schon glotzt uns eine Libelle an. Und ihr wisst ja selber, die Libellen haben ja so ganz bunte, glänzende Körper und auch Flügel. Und entsprechend malen wir es jetzt an. Die male ich jetzt einfach blau an. Also da könnt ihr jetzt schon ruhig ein bisschen in die Vorproduktion gehen. Und am Schluss fügen wir das Ganze zu einem Insekt, zu einer Libelle zusammen. So, hast du gesehen, das haben wir fertig und das lassen wir jetzt auch trocknen. Ja, und natürlich hat ja unsere Libelle auch Flügel und ich mache es immer, ich werde jetzt immer so zwei Ahornsamen als Flügel verwenden und die male ich entsprechend an. Da ist jetzt gut mit einem schönen breiten Borstenpinsel über den Ahornsamen drüber zum Gehen. So. Und dann haben wir auch schon die ersten Flügel. So, seht ihr es? Schaut fast aus wie echt, würde ich mal sagen. Und dann machen wir jetzt gleich mal den zweiten Flügel, das Flügelpaar mit dazu. Die sind ja wie so Hubschrauber unterwegs, mehr oder weniger, die Libellen. Also ganz ohne Düsenantrieb. So. Da könnt ihr natürlich Farbkombinationen nehmen, wie es euch gefällt. Ihr könnt auch die Ahornsamen mit ihrer natürlichen Farbe lassen. Ganz egal. So. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach trocknen. Welcher nimmt hier ran? Ja, wer will, kann natürlich, weil so Libellen sind ja sehr, sehr tolle Flieger, aber auch entsprechend aerodynamisch geformt vom Körper her, noch den hinteren Teil anspitzen, dann sieht das Ganze noch echter aus. Also wer sich dies ein bisschen Mühe machen will, spitzt noch das Stöckchen hinten an, dann sieht es noch echter wie eine Libelle aus. Drücken. So, als letztes bauen wir jetzt die Teile, wenn sie trocken sind, zusammen. Also, hier kommt ein kleiner Tropfen Kleber auf den Ahornsamen, dann legen wir hier den Körper der Libelle drauf, so,
Und dann kommt noch der zweite Ahornsamen. Da ist dann wichtig, davor nochmal diesen kleinen Stiel zu entfernen. Den tun wir dann oben aufs Stöckchen, leicht versetzt, so nach hinten. Und ihr seht selber, wenn ihr mal genau her schaut, jetzt haben wir so im Endeffekt das nachgeahmt, wie die Flügel der Libelle auch in der Natur sind. Hört? Schnitt. Ja, liebe Kinderautoren, unsere Libellen sind fertig und schwirren schon wunderbar durch die Lüfte. Und ihr könnt es sich auch so toll bauen wie wir. Macht den Kindern auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Naturbastelei. Weitere tolle Bastelideen findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Pfiat, servus, euer Olli.